Liebe Leute, willkommen auf Twitch und auch auf YouTube und bei unserem Let's Play willkommen und bei unseren Abenteuern. Mit und demnächst gegen Saladin, den Anführer der Araber. Freundschaft mit Saladin läuft noch. Acht Runde. Wir müssen immer noch Entdeckung betreiben. Da oben, ein Spion angekommen. Mit ihm machen wir jetzt einen Horchposten, erhöhte diplomatische Sichtbarkeit um eine Stufe. Und falls es zum Krieg kommt, haben wir dann so einen leichten Kampfvorteil. Der ist nicht groß, aber er ist da. Ja? Barbaren. Ein neuer Außenposten, den greifen wir an. Und dann wollten wir uns bewegen mit diesem Handwerker. Mit diesem Siedler verbunden mit diesem Musketenpikenierchor. Die können wir nehmen. Da wollten wir hier oben hin. Vorher können wir eh nicht angreifen. Da wollten wir hier hin. Ach komm, das ist das hier für ein Lahmarsch. Warum ist der denn nicht mitgezogen? Der hat Alpintraining und der hat keines. Deshalb. Alles klar. Aber hatte ich gerade nicht einen Chor gebildet? Siedler hat keine Alpinbeförderung, irgendwas in der Art. So, und mit dem Aufklärungsballon ging es auch nach oben. Da wollten wir gucken. Das kann der Siedler auch, aber der ist gar nicht schneller als der Siedler. Der Siedler ist eher oben. Die kommen zeitgleich. Dann kann der auch hier unten bleiben. Das ist ohne irgendeinen Vorteil. Aber wir könnten den mitbeamen, wenn der Siedler hier in der Stadt gründen könnte und sollte, dass dann der noch übrig bleibt und weiterzieht, aber den könnten wir dann auch vor Ort kaufen. Wir ziehen mit ihm wieder retour. Und dann haben wir hier vorne noch den hier. Eine neue Bombarde. Die soll sich mit denen hier verbinden zu einer Armee in 6 Runden. Und das, die hatten auch schon Alpintraining. Das heißt, mit der Bombarde müssen wir nicht hier unten hin. Nutzen wir die Eisenbahn. Der ist schon okay. Das läuft alles bestens. So, der Handwerker hat 5 Aktionen. Da hatten wir hier einmal repariert. Können wir hier noch einmal reparieren? Ist da eine Straße? Er kann nicht mehr reparieren. Das ist doof jetzt. Der kann hier bleiben. Die greifen hier von oben aus an. Ist ein Missionar. Der Konquistador profitiert auch von einem Missionar, der nur neben ihm steht, bekommt auch dann 10 Kampfstärke. So, der bleibt auch hier. Das ist der eine Handwerker, mit dem wir raufziehen wollten nach... Na oben, das ist der, der schneller oben ist. Oder ist der schneller? Der schneller. Der zieht hier links lang und der zieht dann übers Wasser und blockt das Wasserfeld hier oben. Ein Konquistador macht hier ein Nickerchen. Nickerchen hier. Die könnten eigentlich schon mal rausziehen, damit die nach dem... Rebellieren von Vilnius auch sofort wieder ziehen kann.
So, Militärpionier baut weiter an seiner Eisenbahn. Aufklärungsballon zieht hier oben hin. Wir wollen rausgucken, kriegen aufgrund seiner besseren Sicht, ob hier noch irgendein Geländefeld ist, wo wir vielleicht auch irgendwie eine Stadt gründen können oder zumindest erobern können mit Fallschirmspringern, die vielleicht irgendwann kommen. Eine Runde weiter. Haben wir alles gedacht? Ich glaube ja, eins weiter. Beim Übergang in eine rebellierte Stadt werden die Einheiten alle rausgebeamt, aber verlieren dabei auch Hades ihrer Bewegungspunkte. Deshalb will ich vorher rausziehen aus dem Gelände, damit wir dann beim Rebellieren der Stadt, beim Rundenwechsel sofort reinziehen können und nicht erstmal dumm in der Gegend rumstehen. Disst uns irgendwie für irgendwelche Barbaren, die wahrscheinlich in seiner Nähe stehen und gar nicht bei uns. In Nordpforta, da haben wir uns schon drum gekümmert gerade. Hatte irgendjemand geschrieben, da müsste man was machen, das haben wir aber schon gemacht. Wieso soll eine Frau anders behandelt werden? Das Frauenwahlrecht wird trotz dieser armseligen Guerilla-Opposition von Erfolg gekrönt sein. New Deal. Eine coole Karte für gut ausgebaute Städte, falls wir jetzt die Demokratie machen. Das brauchen wir nicht. Das ist eine Defensivkarte für die Verteidigung, wenn man angegriffen wird. Und die Demokratie holen wir uns jetzt vielleicht. Wurde jetzt rebelliert? Ja, Vilnius ist rebelliert. Ah, und der Handwerker blieb stehen. Es kann sogar sein, dass die Militäreinheiten stehen geblieben wären. Ich bin mal plötzlich nicht mehr so sicher. Hier sind entstanden nur Musketiere, keine Infanteristen. Wir haben noch Glück. Und jetzt wollen wir die Stadt hier einnehmen. Da gucken wir uns aber erstmal den Rest hier an. Eisbergsalat, Musketenpikenier. Schieben noch einen hinterher. Haben wir schon mehrfach begründet. Oder einen zweiten Sanitäter. Ich glaube, man braucht schon zwei Sanitäter zum Heilen. Lieber den Sanitäter. Dann ist auch die Frage, jetzt gucken wir uns erstmal die Karten an. Ob wir wechseln wollen vom Kommunismus zur Demokratie. Und Leute, bitte nicht aufgrund von privaten Vorlieben im Real Life, das ist nur ein Spiel. Ich wäre auch bereit, zum Faschismus zu wechseln, wenn es uns hilft und wenn wir ihn erforscht hätten. Also Demokratie oder Kommunismus. Anzahl der Kartenslots dieselben. Hier Fokus aufs Militär, da Fokus auf Wirtschaft. Was für uns relevant ist, hier bekommen wir, kann man mit Gold billiger kaufen. Das finde ich das Wichtigste. Das hier, der Bonus unterstützt Handelswege zu Verbündeten oder Suzeränen. Davon haben wir bei 4 laufenden Handelsrouten nur eine. Wir haben eine außenpolitische und wir haben 3 innenpolitische. Und die außenpolitische ist noch nicht mal eine zu einem Verbündeten oder einem Suzerän, sondern eine zu Willi. Zu Wilhelmina, der Holländerin, die uns eigentlich nicht leiden kann. Das heißt, der obere Bonus, davon haben wir nichts. Der untere, davon haben wir laufend was, weil wir oft Dinge mit Gold kaufen. 15% Bonus ist jetzt allerdings, sollte nicht entscheidend sein, ob wir jetzt das nehmen oder nicht, aber Hinterkopf. Die 10% Wissenschaft beim Kommunismus sind cooler. Also ein Wissenschaftspunkt ist mehr wert als ein Goldpunkt. Ich würde so grob sagen, im Verhältnis zu spieltechnisch 1 zu 4. Also wenn ich einen Wissenschaftspunkt mehr bekommen würde, indem ich 4 Gold ausgeben würde, Runde für Runde, würde ich das machen. Also 10% Wissenschaft, 15% Rabatt mit Gold, da ist Wissenschaft klar. Und bei Produktion ist das ähnlich. Kommunismus ist gut für Reiche, die nicht zu groß sind. Wenn wir jede Stadt mit einem Gouverneur, wir haben 7 Gouverneure, und jede dieser Städte bekommt deshalb, und also wenn man wenige Städte hat und die sind bevölkerungsreich, dann ist Kommunismus gut bei Produktion, weil jeder Bürger in der Stadt mit Gouverneur, 7 gibt es maximal, 0,6 Produktion mehr pro Bürger, das ist schon eine coole Sache. Also ich würde jetzt allein von den allgemeinen Boni beim Kommunismus bleiben. Jetzt schauen wir uns nochmal die Kartenverteilung an. Brauchen wir 3 Militärkarten? Nutzen wir die im Augenblick clever? Wir wissen ja, wir wollen vielleicht nachher den Krieg erklären gegen Saladin. Die Chancen stehen gut, wir sind uns aber noch nicht sicher. Es kann sein, dass wir noch irgendwelche Infos bekommen, Einblicke in die Karte, dass sich das noch ändert. Ja? Also die Frage ist, würden wir die 3 Militärkarten nutzen? Im Augenblick nutzen wir sie für Logistik.
Handwerker sind immens schnell unterwegs, können Truppen schnell verschieben. Ist eine coole Karte. Nutzen sie wirtschaftlich für Sparen von Geld. Ja. Und wir nutzen sie im Augenblick für die schnellere Produktion von Einheiten. Wir können auch noch Militärkarten investieren, Streitmachtmodernisierung, um Einheiten aufzuleveln zu besseren. Wir haben ein paar veraltete da. Und hätten wir in Annehmlichkeiten ein Problem, das wir nicht haben, könnten wir die Bedienstetenkarte nutzen, um für Annehmlichkeiten zu sorgen. Das ist aber nicht entscheidend. Die Handwerksgesellen sind auch eine bei den Militärkarten geparkte und versteckte Wirtschaftskarte eigentlich. Die boostet, die verdoppelt den Nachbarschaftsbonus für Industriebezirke. Wir haben zwei Industriebezirke, aber den zweiten erst in wenigen Runden, glaube ich. Einer hier oben und einer entsteht hier und ist in zwei Runden fertig. Die Mobilisierung ist in fünf Runden da. Die Industrialisierung jetzt zu holen, den Industriebezirk, ich weiß nicht. Hier haben wir einen Nachbarschaftsbonus von plus 2, der würde sich auf 4 verdoppeln, das lohnt sich nicht. Also da würde ich auf die Karte weiterhin verzichten. Den Faschismus haben wir noch nicht, schnorksam. Den haben wir noch nicht und den will ich auch noch nicht freischalten, weil ich mir von der Mobilisierung für den Krieg mehr verspreche, weil wir dann Armeen bilden können aus Korps und die sind sehr stark. Vor allem, wenn sich alles in gut ausgebauten Kulturgebieten, also in Reichen, wo alles eng auf eng steht mit Lagern und Städten, dann knubbelt und ballt sich alles. Und dann haben wir einen guten Vorteil, wenn wir Armeen nutzen, wenn wir die Einheiten stacken können. Und wir sparen auch Geld, weil die Armeen halt, also wenn man 3 Korps hat, dafür brauchen die, sagen wir mal, pro Runde jedes Korps, sagen wir mal, je nachdem welche Einheit das ist, vielleicht 2 Gold oder 3 Gold und fasst mal die zusammen zu Armeen, dann wären es 2 Armeen statt 3 Korps, spart man auch etwas Geld. Und vor allem, man kann viel leichter Städte knacken oder einfach in Standorten, wo man schwer durchkommt, da sich auch durchboxen. Und vor allem das Erobern von Städten, das haben wir ja vor, da helfen die Armeen immens. Deshalb Mobilisierung ist für mich auch wichtiger als Faschismus. Faschismus käme hier drüber und wir müssen noch einen Umweg erforschen. Also Fokus bei uns liegt bei der Mobilisierung und nächster Gouverneurstitel, den wir investieren können, um Reyna zu verbessern. Ja? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bleiben im Kommunismus. Die Frage ist nur, welche Karten wir nehmen. Wir nutzen weiter die große Armee. Sind noch Musketenpikeniere im Bau? Ein Konquistador profitiert davon, einer hier vorne. 2 Konquistadoren profitieren. Brauchen wir die Annehmlichkeiten durch die Garnisonen? Wir sind alle begeistert, brauchen wir nicht. Rekrutierung brauchen wir immer, Geld sparen. Limes, eine Stadtmauer ist im Bau, aber nur eine brauchen wir nicht. Lager- und Hafenbezirksgebäude sind im Augenblick kaum im Bau, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir, wenn wir im Augenblick Einheiten aufleveln? Noch nicht, wenn der Krieg beginnt, ja, vorher nicht. Kampfstärke gegen Barbaren brauchen wir nicht im Moment. Loyalität brauchen wir im Moment auch nicht. Raubzug plündern nach Kriegsbeginn, ja, vorher nicht. Das heißt, wir lassen alles so, wie es ist. Alles bleibt, wie es ist. Wir schauen mal, ob wir zwischenzeitlich coole neue Karten reinbekommen haben. Da sehe ich keine, die besser wäre als eine, die wir haben. Ein Wohnraum mehr durch das republikanische Vermächtnis, ja. Sanitäter schneller bauen. 100% Produktion für Sanitäter. Einheiten in moderne Atom- und Infozeitalter. Ich glaube, das gilt für Unterstützungseinheiten aus dieser Epoche. Und wir sind im Augenblick mit den Sanitätereinheiten im Industriezeitalter. Ich vermute mal, dass die nicht geboostet werden dadurch, sonst würde sich das lohnen, weil die sind teuer.
Einflusspunkte, Gold für jeden Gesandten. Wo stehen wir bei den Einflusspunkten und bei den Stadtstaaten? Wir sind in den wichtigsten Stadtstaaten immer noch suzerän. Wir haben 7 Gesandte, die wir nicht benutzen. Dann könnten wir auch langsam mal welche ausgeben. Hunza. 2 Gesandte dahin, dann sind wir suzerän. Und Handelswege geben mehr Gold. Und Hunza ist um die Ecke. Das können wir machen. Kaguana. Wieder mal suzerän hier oben werden. Und damit bekommen wir die Möglichkeit, Bateis zu bauen. Und die könnten wir in den neuen Städten dann nutzen. In Bulbao und Co. Die baut man dort, wo viele Bonusressourcen um einen drumherum sind. Hier sehe ich allerdings ja nicht viele Bonusressourcen, aber das wäre eine Option. 7 Gesandte haben wir, 3 hier rein, Suzerän hier vorne, 2 Gesandte nach Hunza, Suzerän hier, 2 behalten wir in petto. Und die 2 anderen könnten wir zu Kriegsbeginn nach Singapur schicken, um zu unterstützen, dass wir da Suzerän bleiben. Erstmal nach Hunza. Wann kommen die neuen Gesandten? 14 Einflusspunkte pro Runde. 100 haben wir, 200 brauchen wir, dauert nicht mehr lange. Nächste Gesandte kommen wann? Außerplanmäßige. Könnten wir binnen 2 Runden über den Kolonialismus uns hodeln, wenn wir es wollten? Die Frage ist, halten wir die zurück für Singapur? Sicher ist sicher, weil das hier ist strategisch wichtig. Vielleicht eher Singapur total spicken mit Gesandten. In Singapur nachher Truppen ausheben, 2. Front eröffnen. Das wäre natürlich sehr cool. Ob Saladin irgendwo so zu rennen ist, gute Frage im Chat. Kommt rein von Mephistokles, danke dir. Sieht nicht danach aus, nein. Also vielleicht verzichten wir mal auf diese Kaguana-Geschichte und behalten das mit Singapur mal im Hinterkopf, dass wir jetzt 5 Gesandte in petto haben, um hier immer dick Platz zu haben. Da würde ich jetzt erstmal Priorität drauf setzen. So, Kanalisation steht hier vorne, sehr schön. Haben Wohnraum dadurch bekommen. Stimmt, hier wollten wir einen Flugplatz bauen, für falls es Ärger gibt mit Willi. Danach ein Hangar drauf. Gibt auch Produktion, ist nicht teuer. Danach ein Flughafen hinterher. Noch mehr Produktion auch in der Stadt. Ja, und ist ganz schnell gebaut. Und wo packen wir den hin? Da würde ich eigentlich das Geländefeld hier kaufen. Das auf dem Hügel. Wobei es kann sein, dass Flugplätze gar nicht auf Hügeln gehen, sondern nur auf Flachland. Ich glaube, die gehen nur, wenn es flach ist. Ja, kann nicht auf Hügeln errichtet werden. Dann fällt das Feld leider hier weg. Alles oben Hügeln. Dann müssen wir die Weizenressource kaputt machen. Hier unten, das ist mir zu weit von den Fronten weg. Hier können wir einen Flughafen hinsetzen. Haben wir damit ein Problem in Bulcoin? Dann würde ich die Weizenressource natürlich gerne noch entfernen lassen von einem Handwerker. Gleich hier rüberziehen, das gibt nochmal einen Nahrungsschub und damit einen schnellen weiteren Bürger. Nahrungsüberschuss hier in der Stadt plus 14. Da müssen wir nicht unbedingt warten. Das ist so ein irres Tempo, alles gut. Dann könnten wir hier direkt den Flugplatz draufsetzen. Shayato, hi. Danke für die lustigen Streams. Danke fürs 18. Abo. Ich schwitze hier Blut und Wasser. Baue hier Fronten auf, tüffle, mach Denksportaufgaben.
leide wie ein Tier und nimm das Ganze total ernst. Ganz seriös, nie ein einziger Joke hier. Stundenlang, sitzt immer mit bitter ernster Miene. Da kommst du in den Chat rein, Schaihut, und schreibst Danke für die lustigen Streams. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hör auf. Vielen Dank fürs 18. Abo an Shayoto. Also ein Flugplatz hier vorne hin. So, ein Handwerker Rebellen daneben. Gouverneur untätig. Ach stimmt, einer ist weggezogen worden. Den Moksha, den können wir jetzt neu zuweisen. Und den könnten wir, falls wir hier Loyalitätsprobleme bekämen, nach Bulbao schicken. Wir könnten ihn zurückschicken nach Bullenhorn. Bringt 2 Annehmlichkeiten vor Ort und 4 Wohnraum. Der Gouverneur, weil wir so gut ausgebaut haben. Hier würden die Wohnraumprobleme behoben werden, aber mehr Bürger müssen hier nicht leben. Wohnraum 13, 16. Auch kaum Platz für weitere Bürger. 13, 20. 15, 17. Aber alles gut zugebaut. Hier wäre noch ein bisschen Platz. 13, 18 Gouverneuren ist vor Ort. Wildwest. Ja, hier noch Wohnraum. Das wird es eigentlich bringen. Haben wir hier einen Produktionsfokus drin? Nein. Hier sollte man... Ich würde ja denen gern sogar ein bisschen mehr Nahrung hier noch geben, der Stadt. Wenn möglich. Echt wenig Nahrung hier. Haben wir Bonusressourcen für Farmen hier? Keine. Wassermühle lohnt sich nicht. Bräuchte die mal eine inländische Handelsroute. Also nach Wild West wäre eine Option. Aber Wohnraum ist noch nicht da. Wir schicken den mal rüber nach Bulbao, falls wir demnächst Probleme bekommen. Mit Loyalität und Co. Hey, da war doch ein... Da war doch ein Gouverneur, den wir verbessern können, dass der oder die anderen Städten Loyalität mobst. War das nicht Armani? Andere Geländefelder innerhalb von 9 Geländefeldern verlieren Loyalität. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen, der umgehende oder der Städte drumherum boostet. Und das war Viktor. Viktor mit der Beförderung. Garnisonskommandant. Städte in einem Umkreis von 9 Geländefeldern hatten plus 4 Loyalität. Den brauchen wir an der Front. Wenn wir die nächste Beförderung haben, die wir auch definitiv brauchen. Wir schicken Viktor schon mal nach Bulbao. Und schicken Viktor weg von... Wo ist Viktor? Hey, Viktor! Oh, Entschuldigung, wie peinlich. Viktor ist ein Eisbergsalat. Viktor einmal rüber nach Bulbao. Habe ich gerade auf... Ich habe Bäuerchen gemacht. WB. Will Bäuerchen machen. Dafür steht die Abkürzung. Peinlich. Ich dachte immer, das letzte Mal, dass ich Bäuerchen gemacht habe, da war ich irgendwie 18 Monate alt. Das ist ja peinlich hier. Peinlich hoch 10. Einmal Viktor rüber. Nach Bulbao. Und dann den anderen Kollegen schickt man dahin, wo der Viktor herkommt. Nach Eisbergsalat. So, jetzt sollten wir das Lager blocken mit dem Rennerchor. Der zieht hier rauf. Wir setzen mal eine Runde aus. Ne, wir machen das jetzt. Einmal hier rein. Heilen. Hier rein. Vorziehen. Raus. Rein. Bombarde. In 5 Runden können wir Armeen bilden. Das hier vorne.
Die Armee kann schon einen ins Wasser. Hier wollten wir die Eisenbahnverbindung machen. Und jetzt greifen wir Vilnius an. Attacke auf Vilnius. Brodak zum Thema Bäuerchen und WB. Das ist menschlich. Jetzt wissen wir, dass WB kein Klondings da ist. Ob wir Vilnius halten können mit Fistoklis Nirnimmer. Das hatten wir eben schon überprüft. Mit den plus 4, die er gibt. Dann müssen wir ihn auch befördern. Dann müssen wir die Beförderung, die wir in 5 Runden bekommen... Spannende Frage. Dann müssen wir die Beförderung, die wir in 5 Runden bekommen, auch in ihn reinstecken. Dass er plus 4 hier gibt. Und dann könnten wir mit den passenden Politikkarten es vielleicht schaffen, Vilnius zu halten. Ja? Dann würden wir allerdings den Gouverneurstitel nicht investieren in Rainer vorerst. Wir wollten ja eigentlich jemand haben, die vor Ort sich sofort einen Bezirk mit Gold kaufen kann. Aber dann könnten, wäre auch hilfreich für den Krieg, wenn wir Viktor gleich befördern. Wenn es einen Krieg gibt. Sishiro, Sakurazuka, ich bin dagegen. WB, lass stecken. Vilnius ist doch nicht wichtig für uns. Können den Handwerker bei Vilnius retten? Ja, aber Holland, der überlebt. Der wird vielleicht gefangen genommen und traumatisiert. Aber den befreien wir, dann ist er dankbar. Das ist alles kein Ding. Rainer ist essentieller. Wir wissen halt nicht, Bjarki und andere, wann wir Rainer brauchen. Irgendwann brauchen wir sie, aber wir wissen nicht, wann. Wir wissen es nicht. Stichwort, was fehlt uns? KK. Kartenkenntnis, mal wieder. Kartenkenntnis fehlt. Also jetzt greifen wir erstmal hier an. Und wir plündern uns einmal sachte vor. Wo ist unser Missionar? Auf der falschen, hier hinten. Okay. Einmal schwächen, bitte. Einmal vorziehen, bitte. Einmal Missionar schon mal auf das Feld drauf. Oh, geht nicht, weil ein anderer Missionar drauf ist. Aber der boostet den, der steht daneben. SA plus 10. Dann hier einmal vorziehen und gleich plündern. Großer General immer in die Mitte ziehen. Olivan Knobi, das ist ein Schatz. Danke fürs Schieren. Hi, Olivan Knobi. Dankeschön für die Unterhaltung, für die Ablenkung, einige Lachanfälle, manches Haare raufen und das Bäuerchen. Der Beweis, dass WB doch kein Gott ist. Habe ich das je behauptet? Nie und nimmer, nie und nimmer. Hier oben geht's wieder rein. Und den? Das ist egal. Wir gucken mal, ob wir die ja knacken können. Einmal hier hin. Ein Rennerchor hierhin, bitte. Plündern nächste Runde. Einmal hier vorne hin.
einmal schwächen. Haben wir den Boost durch den General? Leider nicht. Ja, da kann er nicht hin, aber der ist jetzt gerettet. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Wieso kommen wir denn nicht nach Singapur rein? Wir sind doch so zerren. Hä? Ach, weil die einer das blockt. Ach, das dauert ja ewig hier. Das, der bewegt sich wie eine Landeeinheit, der Aufklärungsballon. Da kriegen wir beim Zugucken die Krise hier. So, den wollten wir zurückziehen. Mit dem wollten wir... Die ziehen hier hin. Der Zweier. Der eine. Eine Runde weiter. Warum Vilnius nur 25 Verteidigung hat? Ich kann nur spekulieren, weil keine Stadtmauer, weil die Einheiten irgendwie nicht so cool sind, aber es kommt mir auch sehr wenig vor, muss ich sagen. Du und ich, wir fahren mit dem Auto oder mit der Bahn, aber Wirtschaftsexperten reisen mit der Infrastruktur. Big Ben wäre baubar, Börse für noch mehr Geld. So, ist die Frage... Wann wollen wir rein nach Vilnius? Wollen wir jetzt Viktor befördern, um ihm in 4 Runden den nächsten Gouverneurstitel zu geben, sodass er Loyalität klaut von Vilnius? Also Vilnius... Moment, gibt er oder klaut er? Er gibt mit dem Garnisonskommandant unseren eigenen Städten plus 4 Loyalität. Dann könnten wir vielleicht Vilnius halten, weil Bulbao mittlerweile auch mehr Bürger hat. Aber wir müssten dann wieder einen Gouverneur hier hinschicken. Oder wir sagen einfach, wir verzichten drauf, Vilnius unbedingt zu haben. Wir machen einfach wieder einen Stadtstaat draus. Dann wird irgendwann wird der Stadtstaat wieder rebellieren. Ist doch egal. Ist die Stadt entscheidend für uns? Brauchen wir die? Nee. Wir erobern die jetzt. Wir sorgen dafür, dass wieder ein Stadtstaat wird aus die Maus. Wir wollen es hier nicht festbeißen. Wir machen wieder einen freien Stadtstaat Vilnius draus und dann wollen die halt wieder rebellieren und unendliche Geschichte.